Hallo Freunde, willkommen zurück in der Aufnahme. Hallo, hallo. Wir haben ein paar ungebetene Gäste, aber die Umzugskarawane ist bereit. Wir gehen jetzt zu dem Spot, wo wir gerne bleiben wollen. Dafür habe ich den Bauwagen. Ich habe den Wohnwagen. Mach das Schlusslicht. Passt immer auf, dass keiner hängen bleibt oder so. Genau. Wir gehen aber entspannt rüber, ne? So. Ja, ich habe jetzt genau den Stego in mir drin, der gerade noch. Also ich muss warten. Stopp da vorne. Da kriegt meine ein paar Punkte. Erstmal ein bisschen was aufs Gewicht. Ich muss den Bronto mal überholen. Weiter geht's. Bin da. Alles klar. Nee, bin nicht da. Ich hänge im Bronto. Ach Mann, ey. Geh doch weg. Hast du doch nicht da? Nee. Ja, ihr kennt das, ne? Wenn man irgendwo wegfahren will, man muss immer auf die Frauen warten. Hallo? So, weiter geht's. Soll ich... ich komme nicht weiter. Ich habe hier was unter den Füßen. Ja, einen Petri. Nicht mehr. Reicht das Tempo oder ein Tick schneller? Du kannst ruhig schneller. Bis zum nächsten Bronto, ne? Bis zum nächsten Bronto. Das ist ein Bild für die Götter, ne? Wir sollten mal die Plätze tauschen. Wenn wir aus dem Wald raus sind. Ja. Unser letzter Umzug war stressiger, ne? Der war direkt quer durch den Redwood. Das war ein Spaß. Ich wollte gerade sagen, einer hängt, aber er hat es geschafft. Ja, ich habe... Oh, oh. Ich habe hier was platt getreten. Was macht der? Ich kann das nicht sehen, hier sind so viele Kurven. Ich kann nicht bis vorne gucken. Moment. Der war auf Folgen gegen ein Tier. Und jetzt habe ich keinen Schimmer. Chanel ist runtergesprungen. Ja, die ist sitzt daneben. Hier kommen alle mit. Da war ein Ankylo. Okay. Oh, der folgt mir. Warum das denn? Hast du den irgendwie mit angepfiffen, ne? Ja. Bei eine Verhalten. Anhalten. Ja, das hat geklappt. So.
jetzt noch eine Kurve und irgendwie an das Ganze. Ja, du hast ein Fahrrad zwischen die Füße. Deswegen geht es nicht. Ist immer noch da? Nein. Nee. So, da. Geht weiter? Geht weiter. Es geht nicht weiter. Trike. Ja, ja, aber dir will ich nicht angreifen. Nee. Okay, weiter. Jetzt kommt ein Brontohals dazwischen. Mhm. Zwei, 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 zwei. Alle da. Jetzt wird es ein bisschen freier im Weg. Einer hängt fest, stopp. Müsste reichen. Okay. Die Arkis haben es am besten, ne? Die haben stressfrei, ja. Stopp, stopp. Ja, ja, ich sehe schon. Den Ankü musst du bewegen. Den Stein kannst du immer noch schlagen. Oder so. Nein. Brauchen Eier, alle. Eine Sondereinladung. Ja, ich pack mein Agi ein bisschen anders in der Zimmer. So, lauf los. Golgate noch. Komm rum hier. Und los. Wie sie losrennen. So. Wieder hoch da und weiter. Die holt mich ein, ne? Ja, für sich die vollen Abstände. Müsste ja. Bleib einmal stehen. Weiter. Okay, ich hänge die hänge ich ab, ne? Alle. Du bist schneller als alle. Ja gut, die Paras, die sind ja ganz hinten, deswegen die müssen sich ja anpassen. Die würden dir mithalten können. Dann gehe ich erstmal. Ja, die Ankylo sind am langsamsten. Ja. Ja, los, Mädel. Gut, Jungs. So, das sieht sehr gut aus. Ja, hier ist ein bisschen mehr Platz. So, da lang. Wie
Ich warte mal eben, weil ich eine Muskelkurve und die bin am Stein hängen bleiben. Ja, klar. Ja. Ja, sie haben es geschafft. Das schlaue Tiere. Die wissen doch, dass man unter dem Stein rundherum laufen muss. Wenn ich mir nicht durch, sehe ich nur einen Biber. Ich sehe zwei. Aber ich habe wirklich nur eins ins Bild. Gut, wenn du zwei siehst. Nee, ja, sind beide da. Der Ankylos verdeckt die. Der kommt da nicht dran vorbei. Jetzt hat er sie überholt. Boah, erstmal hinschalten. Jetzt kann er sie überholen. Aber das Wildgemüse hier, das achtet nicht mal ein bisschen, ne? So mal ja. Vorbeilassen oder so, die gehen stur weiter. Ja, ja. Hier muss ich warten, weil das ist hier eine scharfe Linkskurve. Du solltest überhaupt mal warten, du hast alles abgehangen. Und die Mikros sind so langsam. Nämlich kaputt lachen. Der Ankyle, der schafft das nicht an den Bibern vorbei, ne? Ja. Der muss ja vorne zu seinem Partner, aber der kommt da nicht dran vorbei. Doch, jetzt hat er geschafft. Ja, weil du mal gestoppt hast, ja. Jetzt, oh, guck mal, wie erleichtert. Wie schön ist schafft. Und jetzt muss man ein bisschen langsamer. Da muss man hier hoch. Kryopod kann doch jeder, oder? Ja. Ja, wie im Kindergarten. Den Bohrwang des Mittelalters, ne? So, wo war das Plateau jetzt da? Ne? Denn hier überhaupt richtig? Ja. Nein, ist zu klein. Das ist nicht der. Das ist nicht noch eins höher? Ich gehe mal kurz mit dem Agi gucken. Ja. Wegen dem Weg. Ups. Nochmal hoch. Meinst du? Ich dachte, du hattest dich für das hier entschieden. Nee, das ist auch irgendwo die flache Stelle, aber ich weiß nicht mehr wo. Okay. Hier ist die große Wald, große Ebene. Aber da wolltest du doch nicht hin. Also mir ist es, ich hab dir gesagt, mir ist es egal. Du baust, aber Das ist nicht, mir nicht ehre. Warte. Nee, das war... Nee, machen wir es hier oben. Also doch auf den großen. Ja. Gut, weil du dich letztens umentschieden hast, das weiß ich noch. Ja, da habe ich mich vertan. Musst du nur den richtigen Ort aussuchen?
okay. Ich gehe was trinken. Mhm. Obwohl, hier ist auch schön flach, ne? Ja. Und es geht auch um die Ecke rum, ne? Weiß ich jetzt nicht. Das andere ist, war die eigentlich ein bisschen zu groß. Oder kannst du dich oben dann besser entfalten wegen der Pyramide? Guck mal, wie weit es sich erstreckt. Dann musst du aber oben diese Felsen alle... Ja, ich guck mal, ob die Felsen kantig sind oder... Ob da überhaupt Tiere oben sind. Was siehst du, das ist hier für sich so eine Kante. Da kommt kein Tier hoch, also von oben kann nichts runterfallen. Kann nicht großartig runterfallen. Du musst nur hier ein Tor hinsetzen. Mhm. Da, wo wir hochgekommen sind, ein Tor hinsetzen. Ja. Und hier hinten ein Tor. Und du hast in Groß und Ganz schon alles dicht. Mit drei Toren. Und das da oben, wo du gerade bist, dieses Plateau da hoch, da ist auch so eine Kante von der anderen Seite, dass nichts hoch kann. Und dann beobachten wir die Sachen. Da kommt ein kleiner Zaun, aber die sind alle dahinter. Ja. Siehst du, ist alles so ein schmales Plateau und Felswand. Aha. Also mit drei Toren hast du die komplette Gegend abgesteckt. Richtig. Also, wie parkt die Karawane? Die zwei, die kommen nebeneinander, wie es geplant war. Ja, wo es erstmal... Ich würde die erstmal hier in der Mitte abstellen. Ja, zentral. Pass immer schön auf die Bäume auf, ne? So, warte mal, da muss ich erstmal rückwärts. Raptor. Hm. Links. Ja, soll er kommen? Komm mit. Ich hab zu arbeiten. Eingeparkt. So, alles abpfeifen, alles anhalten. Ach nee, das funktioniert nicht. Weil, Vorsicht, ich fahre hier alle auf Folgen bei mir. Jetzt kann ich die Perfekt. Alle anhalten. Du folgst mir. So, wir starten am besten mit die Dödis und die ganze Kluppenfelsen, die da erstmal Plan machen, ne? Drumherum sind erstmal abkloppen, dass wir sehen, wo wir was bauen. Ich will nur ganz schnell den Lootstrahl, vielleicht gibt es noch ein kleines Einzugsgeschenk. Ach, der ist noch ganz oben, hol ich mir später. Okay. Also ich freue mich, dass du dich für das Kleinere entschieden hast. Das finde ich ein bisschen netter. Hm. Ja. Die ganzen Steine müssen halt weg. Darum willst du nicht erst Tore? Nö, ne? Ja, deswegen mache ich die Steine. Weil du Stein, okay. Die Tore brauche ich 900 Stein. 900 Holz und 900 Stroh. Ja, alles klar. Hm.
So. Also Steine hätte ich schon mal. Also warte mal, bevor wir hier die ganze, das alles Plan machen, das spawnt ja alles nach, solange wir hier noch nichts gebaut haben. Das lohnt sich ja noch gar nicht. Eins nacheinander, ich will erstmal die Tore haben. Ja. Ja, dafür musst du mir die Biber, du willst ja hier auf dieses Plateau keinen einzigen Baum opfern. Nein, außer da wurde die große Pyramide natürlich. Da ist genug Fläche zwischendurch. Gut. Das heißt, mit dem Biber muss man jetzt nach oben gehen. Die Steine sind fertig, habe ich das richtig? Genau, ich habe fast genug. 3000 Steine. Jetzt brauche ich 3000 Holz. Ja, Biber Nummer 2 ist irgendwo in der Mitte. Und 3000 Stroh. Und da kann man die Tore hinstellen. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Stress. Ja, die Raptoren sind ja dazwischen. Und die Arkis sind auch noch da. Ich meine, hier oben Farm. Bist du ganz oben? Ja. Dann könnte schon mal was... Da könnte schon mal Ärger geben. Das meinst du? So, ich hole mir noch flott den lila Blut. Der hat sogar eine Schleife drum. Also mit extra Müll? Mit extra Müll. Ja. Der ist schon mal nervösen Schubsi hier. Okay, wir haben bekommen eine Bauplan für eine Chinose, eine Taschenlampenaufsatz, ein mittelgroßes Beet, ein Salzkrug und eine Bauplan für eine Schrotflinte in hellblau. Ja, aber die Schrotflinte willst du überhaupt nicht, ich weiß. So, ich habe 1100. Also am liebsten würde ich erstmal hier das Tor hinsetzen, dass man hier Ruhe hat. Aha. Aber Stroh. Ich brauche Stroh, ne? Am Kilo. Ja. Aber gehen wir mal runter. Obwohl, ich glaube, ich bevorzuge den. Ich bleib mir bei den Agi. Bei dem Tempo. Das überspringt die Aufnahme. Ach so, zum Transportieren. Ja. Mhm. Weil hier, das ist ziemlich... Ja, das habe ich ja alles schon abgeholzt. Ah. Wollte ich gerade sagen, das ist ziemlich baumarm hier. Ja, das war ich. Es ist jetzt nicht direkt ein Wald, ne? Aber du musst schon von einem Baum bis zum nächsten ein bisschen laufen. Ist zwar nicht der beste Strohfarmer, aber ich durfte es nicht anders haben. So, Bewegungsgeschwindigkeit. Der auf jeden Fall. Der kriegt jetzt einfach den Turbo. Der Biber braucht sowas nicht, aber er schon. So,
Das ist schon mal ein anderes Tempo. Ich habe 1700 Holz. Das Schönste ist, dass du die Areal einigermaßen gut geschützt und es füllt nicht zu sehr auf. Ich hasse Bees, die mit 1000 Mauer bedeckt sind. Wo soll das Holz gelagert werden? Lass einfach erstmal den Biber. Ach so, stehen lassen. Huch, ein Ei. Hallo? Zündpulver, hast du? Kein Krümel. Ja, dann schnapp den zweiten Ankühl. Ja. Ja, erstmal fertig freuen. Und los geht's. Oh, der hat auch nur 340. Ey, du kriegst ja mehr mit der Axt da. Ja, das ist, wenn du sie nicht benutzt, dann wird's auch nicht besser, weißt du? Ja, ich weiß. Aber hier auf die Seite wächst ja nichts mehr. In diesem Aufgang, jetzt links, machen wir die Steine links und rechts weg. Weil gleich, wenn das Tor besetzt wird, dann sieht man es besser. Ja, die kleinen nicht, die großen. Ist ein bisschen mehr Holz. Jo, mehr kann er nicht tragen, der Gute. Ja, das ist gut so. Da ein Walmart. Da ist ein Raptor hier. Nicht wenig. 1, 2, bitte. Aha. Der hat einen Diabur gefressen. Macht den tot. Bin dabei. Gut so? Ja. Oh, ein Alu. Oh, ich bleib lieber hier drauf. Kannst du mit der Magie rüberkommen? Ja, wenn ich da bin. Warte. So. Ja, zu Fuß schneller. Und jetzt darüber. Ja, genau. Weiter links.
Stückchen links. Rechts. Entschuldigung. Oh, das andere links. Okay. Das andere links. Hinter dem Felsenmauer. Ja. Ah, hier. Bin da. Super. Der ist hier alleine. Ist tot. Danke. War nur Level 12. Und noch ein Raptor, den hole ich mir auch gleich noch zur Brust. Das geht so nicht, Freund. So. Nämlich. Brauchen Sie so Leder und Fleisch und alles. Mhm. Das ist ja neu, der ist ja gar kein Durchgang hier. Da brauche ich doch nicht was im Tor. Also ich brauche nur zwei Tore. So, Freunde, der Umzug ist abgeschlossen. Wir werden zwei Tore noch setzen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.